Mein Auto hatte ein kleines Problem und zwar die Frontscheibe war nicht richtig eingeklebt und das hat Tesla natürlich dann repariert, die Scheibe ausgetauscht, haben dreimal nachgefragt, ob ich die Scheibe vielleicht woanders schon mal wechseln lassen habe. Sie waren da sehr skeptisch, weil sie wohl irgendwie schief eingebaut war und mir war auch immer so, als wenn ich durch die Scheibe gucke, als hätte ich einen Knick in der Optik, ne? Als wenn irgendwas mit der Scheibe nicht stimmt. Und davon abgesehen hatte ich halt laute Windgeräusche, also wirklich so bei 200 war es richtig, richtig laut, als hätte man das Fenster, das Seitenfenster einen Spalt auf, nur dass es halt von vorne links von der Frontscheibe kam. Tesla hat das getauscht, anstandslos. Nach 2 Tagen hatte ich mein Auto wieder. Es gab auch eine Rückrufaktion. Ich war ja einer der letzten, die im Juni ihr Auto gekriegt haben. Einen Tag später gab es einen Auslieferungsstopp, der mehrere Wochen angedauert hat. Und jetzt wurde per Rückruf genau das gemacht, was bei anderen direkt zum Auslieferungsstopp geführt hat. Nämlich der Inverter hinten am Heckmotor wurde getauscht. Und jetzt ist wieder alles schickimicki.